Hallo ihr Lieben, wie ihr wisst, sind wir gerade mit der Thematik der evangelischen Kirche in Landau beschäftigt, natürlich auch im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit der Rhein-Pfalz, die sich ja hier auch sehr, sehr undemokratisch verhält und immer wieder zeigt, dass sie der Antifa eben sehr nahe steht und dementsprechend braucht man sich da auch nicht über die Verhaltensweisen zu wundern. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen recherchiert, was diese Stiftskirche in Landau betrifft, den Herrn Dekan Janke, seine Publikationen in der Vergangenheit, was das Lutherdenkmal in Landau betrifft. Wir alle wissen oder viele haben das auch jetzt erst herausgefunden, dass Luther ja ein ziemlicher Judenhasser war. Und da gibt es ja zahlreiche Äußerungen von ihm, die Juden müssen weg und so weiter. Und trotzdem verherrlicht die evangelische Kirche hier den Luther doch als ihren sogenannten Grundbaustein der Existenz. Und also der evangelischen Kirche. Es gibt einige evangelische Kirchen, die sich von den Thesen des Luthers distanzieren, von seiner Judenfeindlichkeit, andere nicht. Und hier in Landau offensichtlich nicht, sonst hätte man nicht vor kurzem erst noch ein Denkmal für den Luther errichtet. Jetzt habe ich hier mal ein bisschen rumgeforscht und habe in der Rhein-Pfalz vom 30. Oktober 2017 einen Artikel gefunden, ein Interview mit Dekan Volker Janke zum Lutherjahr. Und das ist so interessant, was da geäußert wird und was auch wirklich deutschlandweit von Interesse ist, weil wir sehen ja schon, wie die Kirchen hier dem Islam zum Boden kriechen förmlich. Und man braucht sich da tatsächlich auch nicht zu wundern, wenn man in die Kirchen schaut, die größtenteils tatsächlich leer sind. Und die Kirchenvertreter brauchen ja trotzdem eine Existenzberechtigung. Und dementsprechend ist es ihnen dann, so wie den Politikern ja auch, beinahe egal, wen sie regieren. Hauptsache, sie regieren weiter. Und jetzt lese ich euch mal ein paar Sachen vor, die hier quasi in diesem Interview geäußert wurden. Und zwar schreibt die Rhein-Pfalz hier, trotz allen Lutherschwungs, heute sind die Kirchen leer bei beiden christlichen Konfessionen. Woran liegt das? Fragen Sie den Dekan Janke. Und er sagt, im Moment spüren wir den Schwung noch ganz stark und ich hoffe, dass er uns eine gehörige Portion Rückenwind und Begeisterung für die Grundlagen des Glaubens und der Kirche gibt. Richtig ist aber, dass wir vielfältigen gesellschaftlichen Veränderungen ausgesetzt sind und den Stellenwert der Kirchen für die Menschen und die Öffentlichkeit wieder neu definieren müssen. Also es ist schon offensichtlich, dass die Kirchenvertreter hier einen Wandel spüren und sich dem auch versuchen anzupassen. Und weiter unten steht dann in dem Artikel, glauben Sie, dass sich das Desinteresse auch nochmal ändert oder wird die einstige Volkskirche immer mehr zur Minderheit? Der Dekan Janke antwortet darauf, das klingt so negativ, die sichtbare Gestalt der Kirchen wird sich ändern und es wird nicht mehr die Volkskirche der alten Zeit sein. Die Gruppe der Konfessionslosen organisiert sich und meldet sich zu Wort und es gibt auch noch andere Religionen, die zu unserer Gesellschaft gehören und die künftig eine stärkere Rolle spielen werden. Zuwanderer haben oft eine andere Religion und weltweit gibt es nicht so viele Protestanten. Wer sich jetzt das mal einverleibt, was er da sagt, der erkennt, dass er selber seine protestantische Kirche, seine evangelische Kirche mehr oder weniger schon aufgegeben hat und sich dem Wandel der Gesellschaft anpasst. Er tritt jetzt nicht aus der Kirche aus oder versucht hier den alten Werten nachzueifern, natürlich auch wieder in Bezug
auf Martin Luther zurückkommend. Aber offensichtlich hat sich hier die Kirche schon den anderen Glaubensrichtungen, also offensichtlich dem Islam, unterworfen. Und das zeigt ja auch das Verhalten jetzt in der katholischen Kirche vom Papst und so weiter, die hier teilweise schon den Islamisten die Füße küssen. Und da sollte man sich dann doch mal Gedanken darüber machen, wo hier auch die Zukunft der Kirche, seitens der Kirche sein wird. Und dann braucht man sich über gewisse Handlungsweisen gegenüber des deutschen Volkes und den Christen, die hier noch ihrem Glauben nachgehen, nicht zu wundern. Wir werden weiter hier recherchieren und wie gesagt, Anfang Dezember werden wir eine sehr interessante Demo haben. Angemeldet ist sie schon und wir werden euch dann informieren.